So, guten Morgen, du Liebe. Wir wollen als erstes etwas für unser Gleichgewicht tun und dann für unsere Körpermitte, für unsere Rumpfmuskulatur. Also, wir starten einmal mit dem Gleichgewicht. Du breitest die Arme aus, lässt die Schultern und die Schulterblätter nach hinten unten gesunken. Die Arme sind ausgebreitet, die Handflächen zeigen nach oben, die Daumen nach hinten und du schiebst dich immer aus den Füßen heraus hier nach oben. Auf die Zehenspitzen und versuch eine gewisse Ruhe hier hineinzubekommen. Ah, wenn du dich nach oben schiebst, dass du ein wenig auf dem Fußballen bleibst. Und dann wieder auf die Fersen gehst und die Zehenspitzen ein wenig vom Boden löst. Versuch länger auf den Fußballen stehen zu bleiben. Bauch und Beckenboden eingezogen, den unteren Rücken etwas nach hinten herausgeschoben. Und dann bleibst du einmal auf dem linken und einmal auf dem rechten Bein. Versuch etwas länger stehen zu bleiben. Das andere Bein geht zur Seite nach außen. In der Hüfte bist du gestreckt. Und wenn sich alles ganz entspannt anfühlt, dann kannst du die Hände auch einfach locker auf die Hüfte stützen. Versuch ein bisschen länger zu halten und mit kleinen federnden Bewegungen immer hier in der Hüfte zu strecken. Das Bein, was vom Boden gelöst ist, geht also nach hinten weg und das Standbein schiebt die Hüfte nach vorn. So brauchen wir bei beiden Seiten den kompletten Gesäßmuskelbereich und der Beckenboden macht auch mit. Lass den Nacken schön locker dabei. Erstmal ausbalancieren. Du kannst die Arme auch jederzeit natürlich wieder mit dazu nehmen. Wenn du merkst, du hast die innere Ruhe, dann versuchst du einfach zu stehen und mit der Ausatmung ziehst du immer das freie Bein nach hinten weg und schiebst dich in der Hüfte, in der Leiste nach vorn auf dem Standbein, dass du spürst, das Gesäß arbeitet immer mit. Wir machen jede Seite noch einmal. Das Bein bzw. beide Beine lassen wir gestreckt in den Kniekehlen, das Standbein gestreckt, das Spielbein gestreckt. Ah, gleichmäßig atmen dabei. Immer mit der Ausatmung durch den schmalen Mund spannst du das Gesäß an und schiebst die Hüfte nach vorn. Noch einmal wechseln. Was du spürst im Gesäß und bei der Außenseite, gegebenenfalls in der Hüfte, ist der Muskel. Ausdauerreiz, der dir zeigt, dass das beim nächsten Mal schon wieder ein bisschen kräftiger sein wird. Kommst du zum Stehen und läufst einmal ganz locker, dass die Hüfte dabei zur rechten und linken Seite ein wenig ausweichen kann. Und du merkst, dass die Muskulatur hier im Hüft- und Gesäßbereich sich wieder lockert und entspannt. Lass dabei auch den Schultergürtel und die Arme ganz locker. Das Gewicht der Arme zieht die Schultern locker nach unten. Und wir wollen nochmal das Knie nach oben ziehen und auf einem Bein stehen. Die Arme kannst du locker lassen, kannst auch die Hände locker auf den Rücken nehmen. Und bei Bedarf, wenn es zu wackelig wird, dann breitest du die Arme zur Seite aus. Versuch so lange zu halten, wie es für dich möglich ist. Tief durchatmen dabei. Gegebenenfalls die Arme ausbreiten, Handflächen zeigen nach oben. Lass aber ruhig die Ellenbogen leicht gebeugt, damit du die Schultern und Schulterblätter besser nach hinten unten ziehen kannst. Du ziehst immer das Knie so weit wie möglich nach oben. Hältst. Und wenn du noch nicht so lange halten kannst, dann wechselst du einfach ein bisschen öfter in regelmäßigen Abständen, so dass du jede Seite ungefähr gleich lang
hast. Dann lässt du ein Knie oben nach innen und außen bewegen. Die Armhaltung bestimmst du selbst, ausgebreitet zum Ausbalancieren, wenn es ein bisschen wackelig ist, oder die Hände hinter dem Rücken, so wie ich das jetzt habe, mit den Fingerspitzen ein bisschen festgehalten, dass du Ellenbogen und Schultern nach hinten ziehen kannst. Und du gehst einmal nach außen und einmal nach innen, so weit, wie es möglich ist. Dann wechselst du. Das Standbein darf ganz gestreckt bleiben im Knie und übe natürlich immer nur so, wie es für dich möglich ist. Wenn du Befindlichkeiten, Schmerzen hast, sei vorsichtig und gegebenenfalls kannst du mich natürlich jederzeit kontaktieren. Und dann kommst du wieder beiden Beinen auf den Boden und lässt dich in der Hüfte wiederum schön locker, dass du merkst, im Hüftbereich und in den Beinen ist das so locker wie möglich und auch im Schultergürtel. Die Arme lässt du locker hängen, gehst von einem Fuß auf den anderen, lass die Beine auch mal ein bisschen weiter nach außen. Dabei ziehst du die Knie nach vorn. Außen weg und mit X-Beinen die Knie nach innen gerichtet. Zum Abschluss lässt du die Füße hier dichter zusammen, schiebst die Knie so weit nach vorn, dass du die Fersen gerade noch auf dem Boden lassen kannst. Mobilisieren wir also hier den Achillesbereich und Bereich der Fußgelenke, die Knie ein bisschen geschmeidig machen. In der gebeugten Position bleiben wir, also wir lassen die Knie etwas nach vorn geschoben, enge Fußposition und die Zehenspitzen zeigen nach vorn. Bauch und Beckenboden ziehen wir ein, schieben den unteren Rücken nach hinten heraus und lassen die Arme ganz groß kreisen. Erstmal langsam beginnen und nimm wahr, wie es sich im Schulterbereich für dich anfühlt. Nutze immer ein wenig den Schwung, wenn du die Arme über die Seite nach außen hinten ziehst. Das heißt, hier in der Bewegung hast du eine Streckung und dann nutzt du das Gewicht der Arme mit der Schwerkraft und lässt die Arme wieder schwungvoll nach unten fallen. Ausatmen durch den schmalen Mund hast du immer in dem Aufschwung. Du lässt aber das Kinn zur Brust gezogen und den Nacken lang, damit du da entspannt und gestreckt im Hals- und Nackenbereich bist. Spüre, wie diese Bewegung auch deine Nackenverspannung lösen kann und entgegengesetzt. Das Kinn zur Brust gezogen und die Schultern tief und locker lassen. Lass die Arme einmal ausschwingen mit ganz wenig Kraft und vor allen Dingen immer Schulter- und Nackenbereich schön locker lassen. Dabei kannst du auch den Kopf locker mit zur Seite nehmen, immer das Kinn zur Brust einmal schön entspannen. Und die Schultern kreisen wir nochmal, ziehen die Schultern kräftig nach hinten unten, leicht gebeugt in den Knien sind wir immer noch und lassen die Arme ganz locker um den Körper herum schwingen. Auch hier ist das Wichtigste, damit sich der Nacken lockert, entspannt und dehnt und streckt, dass wir den Kopf und die Arme baumeln lassen, schön locker lassen. Das heißt, wir lassen das Kinn zur Brust sinken. Und du kannst, um die Lockerung zu unterstützen, immer gern nochmal so ein
Stoßseufzer rauslassen. In dem Moment, wo du nämlich zur Seite kommst und der Brustkorb sinkt ein, presst es automatisch ein bisschen mehr die Luft heraus. Ah, nochmal aufrichten. Mit den Schultern etwas nach oben, weit nach hinten und nach unten ziehen. Das heißt, das Schultern kreisen, das können wir etwas in die einzelnen Abschnitte zerlegen. Wir ziehen die Schultern locker nach oben, ziehen sie schön weit nach hinten und dann nach hinten unten, als wollten wir die Schulterblätter in die Gesäßtaschen stecken, wenn wir eine Hose anhätten. Das kann ganz schön knirscheln und knacken. Das ist ein Zeichen dafür, dass da die Muskulatur verspannt ist und dann läuft das nicht ganz rund. Wir spüren aber, dass es von jeder Bewegung von Mal zu Mal besser wird. Und wenn es schmerzt, dann machst du vorsichtig und beobachtest erst einmal, wie es sich anfühlt, änderst gegebenenfalls ein bisschen die Richtung und die Kraft. Lass nochmal die Arme und die Schultern locker, nach innen und außen. Auch wieder kräftig mit der Ausatmung unterstützen. Dass da so gerne auch vielleicht so ein Stoßseufzer raus möchte, hat damit zu tun, dass wir durch unsere flache Atmung im Alltag so die Verspannungen im Brustkorb und Nackenbereich ansammeln. Das heißt, das, was wir jetzt mobilisieren, gehört auch zur Atemhilfsmuskulatur. Wir lassen Kopf, Schultern, Arme locker hängen, richten uns auf der Matte so auf, dass wir auf der Mitte stehen, Matte vorne und hinten. Kommen langsam nach unten, stützen uns mit den Händen auf dem Boden auf und rollen als nächstes hier die Beine, die Füße, die Knie, die Hüfte mobilisieren. Dabei bleibst du mit den Händen flach auf dem Boden aufgestützt. Die Finger sind gestreckt und gespreizt und beugst die Knie so weit, wie es möglich ist und streckst die Knie so weit, wie es möglich ist. Dadurch, dass du die Stützfunktion der Arme nutzt, hast du nicht ganz so viel Gewicht auf den Beinen, als wenn du Kniebeuge machen würdest. Und der Körper hat auch eine bessere Orientierung. Übe immer so, wie es für dich möglich ist. Nimm deinen Körper wahr, wie ist die Rückmeldung, mach ein kleines Päuschen oder mach ein bisschen abweichende Bewegungen, wenn etwas noch nicht so gut gehen sollte. Dann bleibst du in der tiefen Hocke und wir wollen uns als nächstes nach hinten abstützen und zum Sitzen kommen. Das heißt, du kannst auch über die Seite zum Sitzen kommen, wenn die tiefe Hocke noch nicht so gut möglich sein sollte. Dann nutzen wir unsere angestellten Beine, um uns einmal festzuhalten und in die Streckung zu ziehen. Kinn zur Brust, Nacken lang. Du ziehst die Schultern immer weg von den Ohren und kräftig nach hinten unten in die Mitte des Rückens. Du streckst dabei deinen Hals und den Nackenbereich immer ganz lang. Das Kinn bleibt zur Brust gezogen, der Nacken streckt. Bleib nochmal in dieser Position und spüre, wie du die Schulterblätter nach hinten unten in die Mitte des Rückens ziehst. Dann hältst du die Spannung mit Bauch und Beckenboden, lässt die Arme nach vorn und als nächstes wollen wir uns mit dem unteren Rücken beginnend Wirbel für Wirbel abrollen. Wenn du merkst, du brauchst ein bisschen Ausgleich, um zu halten und langsam abzurollen, dann streckst und löst du die Beine ein bisschen, wenn du das in Zeitlupe machen möchtest. Und nimmst gleich die Knie mit heran. Kinn zur Brust und Nacken lang gestreckt. Faltest du die Hände, nimmst die Hände einmal um die Knie herum,
Achte darauf, dass die Schultern locker und weg von den Ohren Richtung Boden sinken. Und dann ziehst du in der Kreisbewegung die Beine dicht am Bauch entlang. Jetzt haben wir erst einmal eine geschmeidige Mobilisation für den unteren Rücken, den Hüftbereich, die Beugung in der Hüfte, die Beugung in den Knien. Die Füße kannst du ganz locker gestreckt lassen. Ziehst das Kinn zur Brust, den Nacken lang. Hast den Massageeffekt für den unteren Rücken. Die Kraft, um die Beine heranzuziehen, kommt aus der Mitte des Rückens. Da zieht es die Schulterblätter in der Mitte des Rückens nach hinten unten. Die Kraft wird über die Schulterrückseite auf die Arme übertragen. Der Nacken bleibt locker und gestreckt. Achte darauf, dass du immer das Kinn zur Brust ziehst und der Hinterkopf ist flach auf dem Boden abgelegt. Hier noch eine kleine Zusatzinformation, wenn du hier auf dem flachen Boden, auf der Matte, den Hinterkopf noch nicht auf dem Boden ablegen kannst und das Kinn zur Brust ziehen kannst, dann hast du noch eine Verkürzung hier im Brustmuskel, hast eine starke Wölbung im oberen Rückenbereich und in dem Fall macht es sich am besten, dass du dir ein gefaltetes Handtuch unter den Kopf legst. Also ein Kissen kannst du nicht so gut von der Höhe her verändern. Das heißt, du nimmst ein Handtuch gefaltet und manchmal sind es nur 1, 2 Zentimeter, dass du hier den Kopf etwas auflegen musst. Und dann versuchst du, je öfter und länger du turnst, immer flacher dieses Handtuch zu falten, dass du peu à peu den Oberkörper ins Gleichgewicht bekommst und den Kopf dann flach ablegen kannst. Dann kreisen wir in entgegengesetzter Richtung und schlafen ist am idealsten auch ohne Kopfkissen, damit sich die Verspannungen und Fehlhaltungen in der Halswirbelsäule und im Nacken lösen. Dabei ist es aber wichtig, natürlich, dass du das peu à peu machst, wenn du bisher ein Kissen gewöhnt bist, dass du gegebenenfalls das Kissen dann flacher wählst und noch flacher und dann immer für kurze Zeiträume das Kissen schon mal weglässt und dann gegebenenfalls wieder darauf zurückgreifen kannst. Also achte immer auf die Rückmeldung deines Körpers. Wir lassen die Hände noch gefaltet, einmal um das rechte Knie und strecken das linke Bein ganz lang aus der Hüfte heraus bis zu den Zehenspitzen. Die Hüfte streckt, die Kniekehle streckt, der Fuß streckt, die Zehenspitzen strecken und das andere Bein lässt du herangezogen und kreist hier. Du spürst, dass es sich unterschiedlich anfühlt, wenn wir das eine Bein gestreckt haben und jetzt nur mit dem rechten Knie kreisen. Wir können uns hier auf die Verkürzungen des Hüftbeugers konzentrieren. Das wollen wir mobilisieren und nochmal entgegengesetzt. Immer wenn du mit dem Oberschenkel dicht am Bauch entlang kommst, kannst du den Hüftbeuger spüren. Das fühlt sich etwas an wie eine Blockade. Das ist also der verkürzte, verspannte Hüftbeuger. Bleib noch mal für einen Moment in diesem Bereich, wo du merkst, das fühlt sich fest und verspannt an. Wer sagte immer ein bisschen da hineingehen, dass sich die Verspannung lösen kann? Dann nehmen wir das linke Bein wieder dicht zu uns heran, umfassen mit den gefalteten Händen das linke Knie, strecken das rechte Bein ganz lang aus der Hüfte heraus, ganz lang in der Kniekehle und bis zu den Zehenspitzen und lassen das rechte Bein kreisen. Spüre, wie sich da der Hüftbeuger wieder ein bisschen, ja, verspannt anfühlt und auch unterschiedlich im Vergleich zum rechten Bein. Meistens können wir durchaus vier unterschiedliche
Befindlichkeiten da wahrnehmen, also Verspannungen im Hüftbeuger, rechte Seite, linke Seite und rechts rum, links rum, kann sich alles immer ganz unterschiedlich anfühlen. Aber wir merken, dass es mit der Bewegung geschmeidiger wird. Wir sind also da auf dem richtigen Weg. Und nochmal entgegengesetzt. Das heißt, das eigene Turnen, Bewegen, Dehnen, Kräftigen, Mobilisieren ist immer die beste Wahl, um den Körper schmerzfrei und beweglich zu bekommen und vor allen Dingen auch, damit du deinen Körper gut kennenlernst und weißt, was du in Situationen am besten machen kannst, wenn es irgendwo Beschwerden gibt. Bleib dann nochmal mit kleinen Bewegungen in dem Bereich, wo du am meisten den Reiz spürst. Ja, das heißt, das ist der Dehnreiz, das ist die Verspannung des Hüftbeugers. Und dann nehmen wir beide Knie einmal heran. Du kannst dich nochmal kräftig hier mit den Armen heranziehen, dass sich das Gesäß vom Boden löst. Merk dir schon mal die Bewegung. Wenn wir jetzt die Beine locker angewinkelt lassen, die Arme zur Seite ausbreiten, die Handflächen zeigen Richtung Boden und du lässt einmal die Knie angewinkelt zur rechten und einmal zur linken Seite. Den Kopf drehst du in entgegengesetzte Richtung. Das heißt, die Knie gehen angewinkelt nach links, geht der Kopf nach rechts. Das Kinn ziehst du dabei immer Richtung Schulter. Du lässt die Arme ganz weit aus der Schulter herausgezogen. Die Schulter und die Armrückseite fest und flach auf dem Boden. Hältst die Bewegung der Beine durch die Rumpfmuskulatur. Bei der Übung kräftigen wir also zum einen die quer verlaufende Bauchmuskulatur, die wir dadurch aktivieren, dass wir den Bauch einziehen, den Bauchnabel Richtung Wirbelsäule, damit der Bauch flach ist. Die quer verlaufende Bauchmuskulatur ist wie ein innenliegendes Mieder, was die inneren Organe nach innen hält. Dann haben wir die gerade Bauchmuskulatur hier im Einsatz, die vom Brustbein bis zum Schambein, von oben nach unten am Bauch verläuft und uns schön flach und kurz hält zwischen Brustbein und Schambein. Das, die gerade Bauchmuskulatur, die von oben nach unten geht, sorgt auch dafür, dass wir im Rücken etwas entlastet werden. Ganz, ganz wichtig. Und besonders die schräge Bauchmuskulatur ist jetzt im Einsatz. Durch die seitliche Bewegung. Das heißt, immer das, was wir spüren, wenn wir hier zur Seite drehen, besonders gut unter den Rippenbögen zu spüren, das ist die schräge Bauchmuskulatur. Die Drehbewegung hat natürlich für dich den Vorteil, dass du nicht nur den Bauch kräftigst, sondern auch gleichzeitig den Rücken und die Wirbelsäule mobilisierst. Bauch- und Beckenboden und den Brustkorb ziehen wir einmal flach mit der Ausatmung durch den schmalen Mund und dadurch wird der Rücken unterstützt. Du kommst zur Mitte zurück. Sortier dich einmal, lass das linke Bein aufgestellt, das rechte Bein herangezogen und mit federnden Bewegungen ziehst du einmal das rechte Bein heran. Nimm noch einmal die Hände gern dazu, verstärke das ein klein bisschen, lass die Kniekehle gestreckt und die Zehenspitzen gestreckt. Kein federndes Bewegen, sondern ein sachtes Heranziehen mit der Ausatmung und wieder locker lassen mit der Einatmung. Das Bein strecken, kräftig in der Kniekehle strecken, dass wir gleich die Beinmuskulatur hier ins Gleichgewicht bekommen. Und dann stellst du das rechte Bein auf, nimmst das linke Bein erstmal in die Streckung, mach ein paar Bewegungen ohne Hilfe der Hände, Kniekehle gestreckt, Fußgelenk gestreckt bis zu den Zehenspitzen und dann nimmst du nochmal die Hände dazu. Immer mit der Ausatmung
ziehst du das Bein ganz gestreckt heran. Kannst einen Moment halten und wieder locker lassen mit der Einatmung. Dann nehmen wir beide Beine hier heran. Wir machen jetzt wieder für die nächste Übung die Vormobilisation. Das heißt, du lässt die Kniekehlen gestreckt, die Füße ganz gestreckt und ziehst dich mit den Händen heran. Achte darauf, dass du die Schultern weglässt von den Ohren. Spüre die intensive Lockerung im unteren Rücken. Wenn du mit den Händen dich hier heranziehst, kann sich auch im Rücken mal eine Verspannung lösen und so ein leichtes Knack. Ah, da ist wieder was in die richtige Position gerutscht. Kinn zur Brust, Nacken lang. Und wenn wir jetzt hier vorbereitet haben, dass wir die Beine nach oben gut halten können, dann legst du die Hände locker über dem Kopf ab. Über dem Kopf legst du die Hände ineinander und öffnest und grätscht die Beine. Lass die Beine noch gestreckt in den Kniekehlen und bis zu den Zehenspitzen. Geh ganz weit nach außen und beim Überkreuzen hast du einmal das rechte und einmal das linke Bein vorn. Du lässt den ganzen Rücken flach, fest, breit auf dem Boden. Mit jeder Ausatmung ziehst du den Brustkorb flach, ziehst den Bauchnabel ein und den Beckenboden nach oben innen. Durch die Bewegung der Beine muss der Beckenboden automatisch mitmachen und noch effektiver ist er natürlich, wenn du ganz bewusst nach oben innen ziehst. Der Beckenboden hat drei Anteile, die wir willentlich steuern können. Der vordere Anteil ist der Bereich, wo wir den Urin anhalten können. Der mittlere Anteil ist der After-Schließmuskel und der hintere Anteil zieht die Sitzbeinhöcker zusammen. Du lässt die Beine immer so weit wie möglich nach außen und bleib einmal kurz in der Position. Wenn du die Beine ganz gegrätscht hast, nimmst du eine leichte Beugung und Streckung in den Knien und Fußgelenken dazu. Den unteren Rücken lässt du fest auf dem Boden. Kinn zur Brust, Nacken lang. Dann kreuze einmal die Beine und ziehe die gestreckten Beine mit kleinen federnden Bewegungen gegeneinander. Und wechsle einmal, dass das andere Bein dich dabei dir aus und ziehe die Beine gestreckt mit kleinen federnden Bewegungen gegeneinander. Lass nochmal die Beine so umeinander kreisen, dass du jetzt nicht ganz weit in die Kretschposition gehst, sondern nur immer umeinander die Beine wechselst. Spüre, wie fühlt sich das für die Beinmuskulatur an? Das heißt, wir haben ja jetzt hier vorne, hinten, innen, außen die Beinmuskulatur in Bewegung, was wieder ein sehr gutes Training zur Unterstützung der Knie ist. Dann lassen wir die Beine parallel und wollen einmal die Knie heranziehen und die Beine strecken. Das machen wir kräftig und schwungvoll. Die Füße lassen wir gestreckt bei der Bewegung erstmal. Dann lassen wir die Kniekehlen gestreckt und ziehen die Füße heran und strecken die Füße. Also in den Fußgelenken einmal heranziehen, einmal strecken. Die Beine kannst du gestreckt so dicht wie möglich zu dir herannehmen. Und zusätzlich bringen wir jetzt beim Füße heranziehen noch die Knie ganz dicht zusammen und wieder strecken und die Beine ganz dicht zusammen. Füße heranziehen, die Beine ganz dicht zusammen. Also immer die Beininnenseiten und die Füße zueinander ziehen und je nach Physiologie deines Körpers sind eben die Beininnenseiten, die Knie oder die Füße fest zueinander gepresst, während du die Kniekehlen streckst und die Füße streckst und die Kniekehlen streckst und die Füße heranziehst.
Dann lässt du die Beine locker ausschütteln. Schütteln, schütteln, schütteln. Einmal so zappeln. Und einmal gehst du mit den Oberschenkeln, mit den Knien nach innen und außen und lässt die Beine, die Füße und die Unterschenkel locker. Also nach innen und außen zappeln. Wir setzen die Füße ab, so dass die Fußsohlen zueinander zeigen, so als wollten wir in die Füße klatschen. Die Fußsohlen haben also Kontakt miteinander. Die Knie lassen wir ganz locker nach außen sinken. Lassen uns erstmal ein bisschen hin und her schaukeln und achte darauf, dass du bitte den unteren Rücken mit der Ausatmung wieder Richtung Boden ziehst. Die Hände kannst du noch über dem Kopf liegen lassen. Du kannst sie aber auch ein bisschen lockerer lassen, also nicht mehr die Hände ineinander, sondern so wie ein Baby in der Wiege liegt. Und wenn du die Fußsohlen aneinander hast, die Knie nach außen gesunken und du ziehst den unteren Rücken zum Boden, dann merkst du immer, dass du hier dass die Knie ein bisschen nach oben kommen. Das heißt, hier hast du wieder das Zusammenspiel Hüftbeuger, Beininnenseite. Du lässt immer mit der Ausatmung Bauch, Beckenboden einziehen, Brustkorb flach, Rücken, unteren Rücken fest zum Boden. Die Knie bleiben so weit wie möglich nach außen gezogen, kommen aber ein bisschen mit der Bewegung. Und mit der nächsten Ausatmung nehmen wir den unteren Rücken fest zum Boden. Die Fußaußenkanten sind fest auf dem Boden und du schiebst dich nach oben. Lässt die Knie so weit wie möglich außen und streckst die Hüfte nach oben. Spüre, wie sich das auch im Beinansatz, Hüftbereich bemerkbar macht. Beininnenseite wird ja gestreckt dabei und schiebt dich dann in der oberen Position mit kleinen Federn Bewegungen hoch, 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 hoch. Gesäß kräftig angespannt, die Hüfte gestreckt und lass dich dann Wirbel für Wirbel nach unten sinken, dass du ganz fest den unteren Rücken auf dem Boden auflegst. Der untere Rücken bleibt fest auf dem Boden. Du stellst die Füße breit auf, rechts und links am Mattenrand und nimmst die Knie zueinander. Lass die Füße so weit nach außen, dass du die Knie fest gegeneinander pressen kannst und jetzt immer mit der Ausatmung den unteren Rücken zum Boden ziehst und die Knie zueinander ziehst. Du merkst, wie du hier wieder die Kräftigung und die Dehnung miteinander verbindest. Also, Rücken und Nacken sind lang gestreckt. Mit der Ausatmung ziehst du Bauch, Beckenboden ein, Brustkorb flach. Ziehst den unteren Rücken fest auf den Boden und presst die Knie zusammen. Lass auch beim Lockerlassen, beim Einatmen die Knie fest zusammengepresst. Nur der Rücken kann ein bisschen nachgeben. Und mit der nächsten Ausatmung ist der untere Rücken wieder fest auf dem Boden, die Knie fest zusammengepresst. Wir halten die Spannung und schieben die Hüfte nach oben. Das kann bei verkürzter Beininnenseite im Knie zu spüren sein. Das heißt, auch mit dieser Übung bringen wir schon wieder die Beinmuskulatur ins Gleichgewicht, dass die Knie schmerzfrei werden. Wir kräftigen das Gesäß und strecken den Hüftbeuger. Das heißt, wir machen diese Übung auch gegen Schmerzen und Verspannungen im unteren Rücken. Die Arme liegen locker nach oben ausgebreitet. Das heißt, es dehnt gleichzeitig der Brustmuskel und es ist gegen Verspannungen im oberen Rücken- und Nackenbereich. Und spür mal, wie du diese Auf- und Abbewegung auch gleich nutzen kannst, um im Brustwirbel- und Halswirbelbereich locker zu sein, das Kinn zur Brust gezogen, der Nacken lang. Bleib in der oberen Position mit kleinen federnden Bewegungen, schieb dich nochmal nach oben und lass dich dann Wirbel für Wirbel abrollen, den unteren Rücken fest zum Boden, nacheinander die Knie dicht heranziehen und zum Abschluss lässt du noch einmal die Knie
locker herangezogen, über die Seite zum Körper heran, mit den Oberschenkeln dicht am Bauch entlang. Das Kinn zur Brust, der Nacken lang gestreckt, der Hinterkopf auf dem Boden flach aufgelegt, streckst du den Nacken, hast die Armrückseite fest auf dem Boden und den Schultergürtel, den Rücken fest auf dem Boden. Bauch- und Beckenboden unterstützen den Rücken, der Rücken wird mobilisiert, bekommt auch eine kleine Massage hier. Je weiter du den Kreis hier über die Seite ziehst, merkst du, dass auch der Gesäßmuskel im oberen, äußeren Bereich gleich mit massiert wird und nochmal entgegengesetzt. Eine ganz wunderbare Ausgleichsübung, die beste, die du für den unteren Rücken, für das Gleichgewicht in Bauch, Beckenboden und unteren Rücken machen kannst. Und diese Übung kannst du auch mal schnell, wenn es die Möglichkeit gibt, halt zu liegen, machen, ohne Vorbereitung und bist damit gleich wieder im Gleichgewicht. Lass die Beine dann nochmal gestreckt sinken, dass du auch die Hüfte locker hast. Mit der Ausatmung ziehst du Bauch- und Beckenboden ein, dass der untere Rücken zum Boden zieht. Leg die Hände locker auf die Hüfte und lass so ganz entspannt einmal diese Trainingseinheit ausklingen. Spüre das Gewicht der Beine. Lass die Zehenspitzen ein bisschen nach innen und außen pendeln, um wirklich nochmal die Beine zu lockern bis in den Beinansatz. Oh, schließ ein wenig die Augen. Und du kannst entweder ganz locker liegen oder du ziehst noch einmal mit gestreckten Kniekehlen die Zehenspitzen nach innen zusammen, dass die großen Zehen sich berühren, die Fersen nach außen gerichtet sind, streckst die Kniekehlen, streckst die Hüfte, spannst das Gesäß an, ziehst Bauch und Beckenboden ein, spürst, wie die Leiste sich streckt, ziehst den Bauch ein, den unteren Rücken zum Boden, ziehst den Brustkorb flach, die Mitte des Rückens zum Boden. Ziehst die Schultern weg von den Ohren, flach auf dem Boden. Spürst, wie die Oberarmrückseite auf dem Boden liegt. Mit jeder Ausatmung hast du das Gefühl, du ziehst dich noch ein bisschen flacher, fester auf dem Boden. Zieh mit der Ausatmung den Brustkorb flach. Lass aber dabei die Schultern weg von den Ohren, das Kinn zur Brust, den Nacken lang. Und wenn du dich so flach auf den Boden gezogen hast, mit der Muskelspannung, dann lässt du ganz locker. Spürst, wie alles ganz locker auf den Boden sinkt, die Zehenspitzen sich nach außen drehen, die Arme und Schultern ganz locker werden. Und du kannst sogar noch mal dein Gesicht entspannen. Lass den Unterkiefer ganz entspannt, indem du den Mund leicht geöffnet hast. Lass die Augäpfel in den Augenhöhlen ruhen. Spür, wie die Wangen ganz entspannt werden. Und auch die Stirn wird ganz glatt. Von den Haarspitzen bis zu den Zehenspitzen bist du ganz entspannt und flach und locker. Lässt den Atem fließen. Und wenn du wieder in die Bewegung kommen möchtest, dann kannst du einfach mit der Beckenschaukel so ein ganz klein bisschen Bauch- und Beckenboden einziehen. Den unteren Rücken zum Boden,